Leute, das ist mein Home Gym. Das ist wirklich ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Und ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, das alles hier auf die Beine zu stellen. Es hat so viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Und es ist noch nicht ganz fertig, denn wie ihr seht, die Hanteln liegen hier noch auf dem Boden. Da schweißt mein Opa mir tatsächlich noch ein Gestell für die Kurzhanteln. Dann fehlt, nämlich noch ganz wichtig, da hinten fehlt nämlich noch eine Klimmzugstange. Auf jeden Fall. Und was mir hier noch fehlt, ist eine Beinpresse. Klar, hier kann man squatten am Rack, aber so eine gute Beinpresse fehlt mir dann doch schon. Aber ansonsten habe ich wirklich alles, was ich persönlich brauche. Ja, die Gyms haben wieder offen. Ich bin kein einziges Mal hingegangen, weil ich auch einfach gar nicht das Verlangen habe. Denn hier in meinem Gym kann ich ausrasten, hier kann ich meine Musik so laut hören, wie ich will. Ich kann einfach ich sein. Gut, das kann man im Gym auch, aber hier kann ich theoretisch auch nackt trainieren und keinen juckt. Und das ist halt genau das Geile, einfach diese Freiheit, Unabhängigkeit. Ja, das ist einfach so, so geil. Hier draußen schmeiße ich dann manchmal die Reifen raus oder die Battle Ropes und raste hier ordentlich aus. Wenn gutes Wetter ist, mache ich immer das Tor auf. Hier ist schön Südausrichtung. Also den ganzen Tag, fast den ganzen Tag Sonne. Also geht dann hier so da hinten unter. Hier hinten steht noch ein bisschen Stuff rum. Muss ich noch wegräumen. Hier, das ist tatsächlich der Tischkicker, den ich beim Bau gefunden habe. Hat jemand sein Paket noch nicht aufgemacht? Was für Schriftzeichen sind da drauf? Chinesische. Juli 2006. Was? Da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den jetzt aufbauen soll oder nicht, weil was soll halt ein Tischkicker im Gym? Lenkt halt nur vom Training ab. Ja, aber vielleicht für so ein, ich weiß nicht, wenn man so einen Proteinshake hinterher trinkt und dann ein bisschen kickt, so ein bisschen mit seinen Freunden, schon ganz nice. Also vielleicht baue ich den auch noch auf. Ja, hier zum Logo vielleicht nochmal. Das habe ich hier ein bisschen aus dem Rest Holz zusammengeschnitten. Für die Leute, die mich noch von meinem alten Kanal kennen, der leider gehackt wurde, die kennen das auf jeden Fall, das ist das Vision of Victory Logo und ich habe gedacht, auf alte Zeiten angelehnt, das gute Vision of Victory Logo dort aufhängen. Und deswegen habe ich das Gym halt auch Victory Gym getauft. Ja, wie gesagt, echt ein Herzensprojekt. Und ja, die Gyms haben auch wieder offen. Ich bin aber nicht ein einziges Mal da gewesen, weil ich es einfach liebe, hier alleine zu trainieren, meine Musik richtig laut zu hören, rumzuschreien. Ihr glaubt gar nicht, wie ich die Wände hier schon zusammengeschrien habe. Aber das bringt halt Spaß und das ist genau das, was ich will. Einfach ich sein, ohne dass mich andere ja, ansprechen. Tut mir leid, aber wenn ich trainiere, will ich halt einfach nur Fokus, gib ihm Gas geben. Und das habe ich hier halt einfach zu 100%. Ja, Freunde, das war die kleine Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like das Video, kommentiert, lasst ein Abo da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche geilen Ideen für Content hier habt. Also irgendwelche Fitness-Challenges, irgendwelche Videos, Workouts oder sonstiges. Dann werde ich das hier für euch abdrehen. Und ja, ich habe auch richtig Bock, ein paar Subscriber hier mal einzuladen, mit denen zusammen zu trainieren. Weil ich einfach Bock habe, dass das hier so eine Gemeinschaft wird, eine Community, wo alle so ein bisschen ja, Mehrwert halt einfach stiften. Und ja, wenn ich sowas schon habe, dann würde ich das auch sehr, sehr gern teilen. Denn das ist wirklich etwas, da kann man einfach nur mega dankbar für sein. Und ja, Glück kann man verdoppeln, indem man es teilt. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Also Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace out.